Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories Reverse Rebirth. In der letzten Folge haben wir Sexion erledigt und haben Twilight Town betreten. Und ich wundere mich gerade, warum ich für Insel des Schicksals ein paar Level trainiert habe, obwohl ich den Twilight Town trainieren können. Ja, ich bin jetzt Level 50 und habe meine AP eigentlich nur erhöht. Und ich glaube, ich habe sogar Maximum jetzt erreicht. Ich glaube, ja. Ich habe schon einmal versucht aufzuleveln und dann ging nicht mehr weiter. Also ja. Bin, glaube ich, wieder kurz vom Level ab. Dann holen wir uns noch schnell Angriffskraft, bevor wir den nächsten Boss Fragezeichen erledigen. Sind da eigentlich nur noch Axel und oh, ist das laut auf meinem Kopfhörer. Ist da eigentlich nur noch Axel Kopie von Rico. Und das war's. Ja, eigentlich nur die beiden übrig, ne? So, ich habe direkt einen neuen, also schon mal sehr gut. Mal, komm ich doch hier weg. Mein Deck in Dingens war ja wohl richtig beschissen. Alter, der tut ja nach jedem Schlag, ne? So, komm hier mehr. Er hat voll gemacht. So, ja. Boah, geht noch weiter. Oh, mehr Angriffskraft. Mich eigentlich nur Angriffskraft. Hochleveln. Alter, ihr geht mir auf den Nerven. Jeder Schlag wird mir hier abgebrochen. So, mach mal so. Mehr. Time's up. Sag ich jedes Mal. Come on, time's up. Immer und immer und immer wieder. Und da waren 3 Nullen, aber daraus kann ich nichts machen, ne? Ich habe nicht 3 Neunen. Gott verflucht. Sollte eigentlich nur ein kurzer Kampf sein, ne? Aber machen uns wieder unnötig einen langen Kampf. Mit dir vielleicht trainieren sollen. Gegner gegen, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung. So. Ha, Angriffskraft. Sehr gut. Jetzt kann ich eigentlich immer nur noch mächtiger werden. Da gehen wir trotzdem schon zum nächsten Boss. Nehme ich an. Ja, machen wir uns einfach hier. Ah. Jetzt will ich nur Angriffskraft erhöhen und ja, oder ist schon okay. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der einzige Ort ist hier, den wir besuchen. Wollte schon sagen. Aber bestimmt noch mehr. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das hier alles ist dann. Maybe Naminé is here. Hold it! You've changed. Your own darkness. It doesn't frighten you anymore. How can you tell? Because I'm you. No, I'm me. I'm me, he says. Must be nice being real. A fake like me could never get away with saying that. That's right. I'm a phony. A fake! The way I look, the way I feel, everything I remember! And even this newfound power! Huh? I thought by finding some new strength, I could finally be someone. Someone who's not at all you! But nothing changes.
I'm still just empty. Everything about me is borrowed. As long as you're around, I'll never be more than a shadow! Okay. Irgendwie tut man voll viel Sympathie für die Kopie hier aufbringen, habe ich so das Gefühl. Oh Gott, Kampf gegen Rico, das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Ich habe voll AP. Autsch. Ich kann mich übrigens nicht heilen, ne? Nur so nebenbei. Noch mehr. So. Wisst ihr, wie es abläuft, ne? Oh mein Gott. Was? Was zum Teufel? Ey, ich mach den wieder fertig. Nix da. Abgelehnt. Nur ich darf hier solche Sachen machen. Super. Ich verreck jetzt hier echt. Aua. Mickey! Könnte ich gebrauchen, oder auch nicht. Tschüss, du bist erledigt. 2 Minuten Kampf, danke. Tschüss, kommen sie wieder. Was zum Teufel? Bin ich echt so überlevelt? Also so gut wie nie Angriffskraft erhöht, außer ihr, wenn ich mal zufällig aufgelevelt habe in den Parts. So, it's over. Death doesn't frighten me. Good riddance to a phony life. My heart was never real. I'm sure even what I'm feeling now is probably all fake. What are you feeling? What happens when a fake dies? One like me. Where will my heart go? Does it disappear? It'll go somewhere. Maybe to the same place as mine. A faithful replica until the very end. That's okay. Jetzt fühle ich mich schlecht. Schlüssel der Verfügung. Bus. Geht noch weiter. Ja, nicht noch ein Boss, ne? So, jetzt ist eigentlich noch ein Excel übrig. Die Sache ist ja eigentlich nur hier. Komm her, wenn wir noch einen Bedarf. Machen wir uns noch mächtiger. Mal du. Boah. Den Part doch mal irgendwas füllen, ja, so. Kann schon heute der letzte Part sein. Darauf habe ich, also jetzt auch eine Session. Darauf habe ich mich schon eingestellt. So, ich will gerne mal speichern, bevor ich hier noch direkt mit dem Paar. Okay, außer ich heile mich ja hoch oder auch nicht. So, Mickey, hey, heil mich. So, nein, so. Komm mal kurz Heilung, ein ganz kleines bisschen. Ja, ist jetzt weg. Danke. Ja. Treff die Blume, danke. Ja,
ganz normal an, das klappt ab, hallo. Ja. Warum nicht? So, was ist da? Das ist perfekt, danke. Ich mal wieder ein paar Wellen von Gegnern kommen, ne? Jetzt kommen nur noch 3-4 Gegner. So leid. Eigentlich sind alle Bosskämpfe, fällt mir auf, bei Rico, nur dafür gedacht, wie schnell. Je schneller die um sind, desto besser. Da ich nur so, weiß ich, ein Rennen gegen die AP. Ich muss den Kampf so schnell beenden, bevor mein AP eigentlich nur noch untergehen. Ich komme hier rein, das ist wirklich klar, ne? Meine Hand hat auch nicht. Okay. Wir haben noch Gegner. Nächste Woche könnte eigentlich nur mal 2 starten. Wir fertig werden. Am Wochenende. Ja, schon lange, der nächste Part der letzte wird. Weiß ich nicht. Da kommt ja nur noch Dingens hier, ne? Castle Oblivion als Level. Ja, so hochhalten. Danke, jetzt kommt zu kommen. Kreisel des Todes. Ach, gehen wir schon mal weiter. Ach, das ist natürlich wieder sehr weit. Vielleicht schon mal ein bisschen weitergehen sollen. Jetzt schaffe ich das wahrscheinlich gar nicht mehr rechtzeitig. Was ich hier natürlich wieder zu viele Raumkarten muss, ordentlich Luft haben, sagt mir das Spiel. Das bis heute übrigens immer noch nicht, was passiert, wenn man die schwarzen Räume hier kaputt haut. Wenn man die Giftpungis erledigt. Und schon dickste Anspielung an King Nummer 2. Spoiler, Twilight Town kommt in King Nummer 2 vor. Ha, ha, ha. Exakt gleich Raum, stimmt. Ja, darum jetzt ein Speicherpunkt. Ich hätte ja was anderes hin machen sollen. Mein Herr, Sie haben Vorfahrt. Ich gebe das zu. Na, ja, hier machen wir noch kurz einen Raum zum Catchen. Mein Kämpfen. Ja, verdammt. Beziehungsweise sich ein anderer YouTuber als Luis Wort bekannt. Statt kämpfen zu sagen, so habe ich das jetzt gesagt, jetzt habe ich in Schwierigkeiten. Nein! Ja, manchmal hat jetzt hier irgendwie ein Kampf oder so kommt. Ja. Was, verdammt! Ja, komm her. Schon ein bisschen schneller, eure Dinge einsetzen. So. Da drin. Übrigens eine gute Kombi mit der Paar. Ja, auch cool. Wir sollten wieder plötzlich Karten nicht mehr gestochen werden können. Weil es ausgespielt sind. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit schnell meine Karten einsetze, um die Gegner zu kommen, ihre einsetzen,
können die mich nicht abrechnen. Chaos. Angriff Kraft 25. Als ob ich nicht schon mächtig genug bin, ne? Ernsthaft. Jetzt noch ein Boss kommt, dann mache ich den platt. Okay. Aber noch knapp. Da jetzt ein Boss kommt und ich werde fertig gemacht. Excel könnte ja noch kommen. Da muss ich noch mal gegen Rico kämpfen. Oh mein Gott. Das, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah, komm, die Katzen können wir uns noch oder den Boss oder was auch immer. Können vielleicht sein, dass hier eine Katze hat. 50, ja, du mich auch. Ich könnte hier die benutzen, aber muss wieder kartenlos werden. Ein paar. Was soll jetzt hier? Kein Bock, nein, brauche ich noch irgendwelche Karten für die letzten. Für die letzten Ebenen. Are you Naminé? Das war irgendwie niedlich. Der erste Augenkontakt zwischen den beiden. That was you. Forget it. Nothing. Please, come this way. Sora! What have you done to Sora? Nothing. He's just asleep. To get his memory back. So, Sora chose to forget about this castle and get his old memories back? You have a choice to make too. Why me too? No one's messed with my memories. It's not your memories. It's your darkness. In your heart there is darkness. And in that darkness is Ansem. He may be at bay for now. But eventually he'll wake, and he will take over you just like he did before. But I have powers you can use. With my powers, I can put a tight lock on your heart. That way, Ansem could never come out from inside you. What happens to me if I let you do that? Will I forget? Everything? Like Sora? I'll have to. The darkness in you will be sealed tight just like your memory. You'll stop remembering the darkness. You'll go back to how you were. Riku. Please choose. He doesn't even look worried. Will I sleep like that too? Yes. Figures. Sora always did as he pleased. Whatever we'd be doing together, he'd find a way to slack off. Even trying to leave the islands. I did all the work on the raft by myself. That's it. When this slacker wakes up, I'll tell him off. I told him to take care of Kairi, and here he is just taking a nap. But I can't chew him out like he deserves if I've been asleep. I don't need my heart locked. I'm ready. I'm gonna fight Ansem. But what if his darkness overtakes you? If that happens, then the darkness will show me the way. Yes. That's true. Why do I get the feeling that you knew I would say that? I didn't know. I hoped. I wanted you to face the darkness. Because you're the one who can. So that's the reason. That's why you came to my rescue inside that light. In the form of Kairi. When'd you know? I knew when I met you.
You and Kairi smell the same. Look after Sora. Alles klar. Ja, ist aber klar, wer jetzt noch übrig ist. Oh, ich muss jetzt den ganzen Weg hier durchlaufen. Ne? Da tue ich euch aber nicht an. Ja, so gut bin ich dran. Und ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns halt irgendwann hier so. Wenn ich vor dem Ausgang dieser Welt bin? Fragezeichen. Außer es kommt eine Cutscene oder so dazwischen. Da muss ich natürlich wieder hier bleiben und so. Jedenfalls sehen wir uns dann da in der nächsten Folge. Ich bleibe mich als Zuschauer und sag tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich spreche lieber nicht, falls irgendwas mit der Aufnahme ist. Tschüss.